Win-Win Wells. Kaffee, Bar und Spiel am Kaiser-Josef-Platz 8. Win-Win ist Kaffee, Bar und Spiel, denn ob edle Weine, feine Speisen oder entspanntes und entspannendes Spiel an unseren modernen Video-Lottery-Terminals, bei Win-Win ist immer etwas los. Zum Beispiel Fußballspiele und Sportevents live auf Full-HD-Bildschirmen verfolgen oder bei schönem Wetter im Gastgarten Entspannung finden. Win-Win Wells am Kaiser-Josef-Platz 8. www.winwin.at/winwin-wels. My Plus Marketing. Die Seite, die Sie unbedingt besuchen sollten, wenn Sie aus über 50.000 Artikeln wählen und günstig einkaufen möchten oder selbst Produkte zum Anbieten haben. Schauen Sie rein auf johannesstöttinger.myplusmarketing.com. Madelmeier Josef, Sanitär, Heizung, Solar, Biomasse, Sanierungen aus einer Hand, sowie Verputz- und Verfließungsarbeiten, Solaranlagen von der Sonne bis ins Badezimmer. Josef Madelmeier freut sich auf Ihren Anruf. New Line, New Design, New Trend, Mahindra XUV 500. Der ultimative SUV, 2 oder 4 WD, 7 Sitze, 140 PS Diesel. Europapremiere im Autohaus Matitzka. Kommen Sie zu einer Probefahrt in die Albrechtstraße 8, 4600 Wels. Derby Time im Welser Askö-Stadion. In Runde 23 der Oberösterreich-Liga trifft der FC Wels auf den SC Machtrenk. Jahrzehntelang hat es dieses Nachbarschaftstreffen nicht gegeben. Und es könnte nach nur einer Saison auch schon wieder vorbei sein mit diesem Kräftemessen. Denn die Elf von Spielertrainer Breckkopp bildet das Schlusslicht von Oberösterreichs höchster Fußballliga. Und wir haben noch 7 Spiele und wir probieren alles machen, nicht absteigen. Wäre eigentlich schade um diesen Städtevergleich, denn im Askö-Stadion warten fast 1000 Fans auf den Anpfiff durch Schiri Barucic. Das Team von Andi Lutsch setzt dann die erste Duftmarke in diesem Derby. Lebersorg schickt in der 15. Minute Meier auf die Reise, der mit dem scharfen Pass vors Machtrenker Heiligtum. Und dann hat die Gästeabwehr erstmals mächtig viel Arbeit. Arbeit für Weltschlussmann Froschauer, der bei diesem Derby einen ruhigen Abend verbringt, gibt es erstmals in der 20. Minute. Jaworowitsch versucht es aus über 40 Metern, gar nicht schlecht, aber doch nicht gut genug für den Welser Einser. Eine Minute später ist der FCW ganz nahe dran am 1:0. Grumpals kommt im 16er zum Schuss. SCM Goalie Schlögl chancenlos. Die Stange bewahrt die Gäste vor dem Rückstand. In der 39. Minute ein völlig unnötiger Ballverlust der Breckkopp 11 im Mittelfeld und dann geht's ganz schnell Richtung eigenes Tor. Glück für die Gäste, dass Charging sein Visier nicht genau eingestellt hat. Es läuft bereits die 45. Minute in diesem Derby und in der darf sich Machtrenk ein weiteres Mal bei Glücksgöttin Fortuna bedanken. Alexander Krumphals hat diese Dame wohl beleidigt, denn zum zweiten Mal trifft er nur das Gestänge des Schlögelkastens. Ja, ich habe versucht beide Mal genau ins Eck zu treffen und leider ist es um ein paar Zentimeter nicht gegangen. Ja, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Kurz danach ist vorerst einmal Schluss im Welser Askö-Stadion. Der souveräne Unparteiische Almir Barucic schickt die Teams in die Kabinen. Wels 0 macht Renk 0. Win-Win Wels. Kaffee, Bar und Spiel am Kaiser-Josef-Platz 8. Win-Win ist Kaffee, Bar und Spiel, denn ob edle Weine, feine Speisen oder entspanntes und entspannendes Spiel an unseren modernen Video-Lottery-Terminals, bei Win-Win ist immer etwas los. Zum Beispiel Fußballspiele und Sportevents live auf Full-HD-Bildschirmen verfolgen oder bei schönem Wetter im Gastgarten Entspannung finden. Win-Win Wels am Kaiser-Josef-Platz 8. www.winwin.at/winwin-wels. My Plus Marketing. Die Seite, die Sie unbedingt besuchen sollten, wenn Sie aus über 50.000 Artikeln wählen und günstig einkaufen möchten oder selbst Produkte zum Anbieten haben. Schauen Sie rein auf johannesstöttinger.myplusmarketing.com.
Madlmeier Josef, Sanitär, Heizung, Solar, Biomasse, Sanierungen aus einer Hand, sowie für Putz- und Verfließungsarbeiten, Solaranlagen von der Sonne bis ins Badezimmer. Josef Madlmeier freut sich auf Ihren Anruf. New Line, New Design, New Trend, Mahindra XUV 500. Der ultimative SUV, 2 oder 4 WD, 7 Sitze, 140 PS Diesel. Europapremiere im Autohaus Matitzka. Kommen Sie zu einer Probefahrt in die Albrechtstraße 8, 4600 Wels. In Halbzeit 2 sind gerade einmal 6,5 Minuten gespielt. Da erweist sich die Lux 11 ein weiteres Mal als Chancentod. Den muss André Persling einfach reinmachen. Tut's aber nicht. Findet in Martin Schlögl seinen Meister. Chancen von Macht Renk, rar wie Wasser in der Wüste. Und wenn, dann gehen denen grobe Schnitzer der Welser voraus. So wie der von Kabler in der 55. Minute. Der Ex-Rapidler bessert diesen aber sofort selbst wieder aus. Und der Ex-Grün-Weiße ist es dann auch, der die Welser endlich in Führung bringt. 66. Minute, ein Freistoß für das Lux-Team, macht Renks Abwehr weit weg und sicher und stabil. Und dann landet die Kugel genau vor den Füßen Davorin Kablers. Das mehr als verdiente 1:0 für den FC Wels. Da aller guten Dinge ja bekanntlich drei sind, landet das Spielgerät eine Viertelstunde vor Schluss ein drittes Mal an der Machtrenker Torumrahmung. Lebersorg zieht ab, die Kugel abgefälscht, die Latte steht dem 2:0 im Weg. Aber Schlögl wäre wohl rechtzeitig im Eck gewesen. 4 Minuten vor dem Ende dieses Derbys schießt Philipp Schopper die Gäste endgültig ins Tal der Tränen. Was heißt schießt? Der junge Mann trifft die Kugel gar nicht voll, aber für das Welser 2:0 reicht es allemal. Der SC Machtrenk verliert im Welser Askö-Stadion gegen den FCW mit 0:2, hält somit weiter die rote Laterne der Oberösterreich-Liga fest in der Hand. Die Lux-Mannschaft dagegen setzt sich mit diesem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Erste Halbzeit haben wir schon zwei Stangenschüsse gehabt und noch die eine andere Chance. Nichtsdestotrotz, das 2:0 ist okay für mich. Vor allen Dingen, damit setzt man sich eher in der oberen Tabellenhälfte fest. Ja, natürlich, das war unser Ziel, dass wir heute gewinnen, dass wir die drei Punkte machen. Jetzt spielen wir dann gegen Gurten und gegen Donau Linz, da schaut es vielleicht wieder anders aus. Wir sind jetzt froh, dass wir wieder im oberen Bereich dabei sind und wir freuen uns schon auf die nächsten Spiele. Ja, ist alle Zeit dasselbe und wir machen Fehler und bekommen gleich Tor. Und für uns ist es sehr schwer zum Tor schießen.